Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Heute machen wir uns auf ein Boot, um uns dann zur Nebelinsel zu begeben. Bevor wir damit aber loslegen, einmal gerade noch den Charakterpunkt hier verteilen. Wo ist denn Art mit großer Reichweite, Rüstungsschmelzen, explodierender Schild, Täuschung? Und dann ist das hier das nächste, ne? Das Ziel wird vorübergehend vom Verbündeten und bewirkt. Zum Verbündeten, das brauchen wir. Batz, zack. Halte RT gedrückt, um ein Zeichen in ihrem Alternativmodus zu wirken. Okay. Muss ich das erst ausrüsten? Wahrscheinlich ja. Ja, noch ist es nicht so weit. Aber gut, wir behalten das schon mal vor. Das will ich auf jeden Fall haben. So, wir müssen uns dann jetzt erstmal nach unten aufmachen. Oh, warte. Wir könnten uns eigentlich auch teleportieren. Das geht, glaube ich, schneller, als den ganzen Weg nach unten zu gehen. Na, wobei, komm, Plätze. Komm mal ran. Möge deine Axt nie zerbrechen. Los geht's. Auf zum Boot. Los. Weiter so plötzlich. Sie bewegt sich nicht. Läuft. Läuft gut. So, einmal hier durchrennen. Nichts. Wieder wegputzen. Achtung. Miek, miek. Zack. Vorsicht. Oh, das ging ja sauber durch. Sauber durch. Niemanden angeditscht. Gar nichts. Hundertprozentig. Oh, siehst du. So, dann hier durch. Radatsch. Wer ist das? Ich bin Geralt. So, da lang. Da, einmal runter. Gut, hätten wir uns auch hin teleportieren können. Aber war doch ein schöner Ritt. Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Das ist ein ruhiges so, und da ist das Bötchen. Da ist das Bötchen. Oh. Nehmen wir das. Das ist schon so schön weit draußen. Da kann nichts schief gehen. Einmal rauf aufs Boot. Oh je, Mini. Reise zur Nebelinsel. Da sind wir mal ein gutes Stück unterwegs. Gib Gas. In diese Richtung. Müssen wir gerade mal auf der Map gucken. Wo fahren wir denn da am besten lang? Oh je, Mini. Da ist die Nebelinsel. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir fahren hier erstmal durch. Und von dort aus dann weiter in Richtung Nebelinsel. Da oben ist auch der Leuchtturm, falls ihr euch noch erinnert. Er ist jetzt schön am Leuchten. Haben wir gut gemacht. Bin auch ein bisschen stolz auf uns. Aber haben wir erste Sahne gemacht. Ne? Es ist ja gut so. Oh, ein dicker Wal. Kaduns. Oh, klein ist der nicht, ne? So, ich hoffe, uns gehen nicht zu viele von den Gegnern auf den Sack jetzt. Das muss jetzt echt nicht sein. Wir wollen ja wirklich nur kurz zur Nebelinsel. Mehr wollen wir doch gar nicht. Nur eben dahin fahren. Ganz gechillt und entspannt. Kein Stress, ne? Wir wollen kein Beef haben. Heute mal nicht. So, das sieht doch gut aus. Oh, gleich die nächsten da vorne. Versuch mal, ah ne, dran vorbei manövrieren wird eklig. Aufgeschissen. Wir entfleuchen den einfach. Einfach weiterfahren. Du, 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 du. Und von hier können wir dann schon in diese Richtung mehr fahren. Du, du, du. Wir sind mal ein bisschen unterwegs bis zur Nebelinsel. Du. ...1600 Fuß noch. So, mal gucken, ob das jetzt der direkte Weg ist oder ob da uns dann noch was in die Quere kommt, wenn wir jetzt hier langfahren. Da kommen so ein paar vereinzelte kleine Popelinseln. Das ist aber nicht weiter schlimm, da kann ich dran vorbei navigieren und dann ist das hier. Ihr erinnert euch auch noch an den Turm hier? Das ist genau da. Wir müssen wahrscheinlich auch hier durch den Nebel fahren. Zack. Also genau dieser Turm, wo wir mal waren, wo ich meinte, hier ist ja gar nichts. Genau hier müssen wir jetzt hin. So, weiter geht's. Einfach fahren. Einfach fahren. Also ein geiler Part, ne? Das ist wahrscheinlich ein Part 90% Bootfahren. Aber gehört auch dazu, ne? Ding, 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 ding. Und dann werden wir endlich hoffentlich Ciri mal wiedersehen. Das ist, glaube ich, die Game of Thrones Insel gewesen hier mit den Kerkern an der Mauer, wo man rausfallen konnte. Seitlich, diese hohen Dinger. Ist natürlich nicht ganz so hoch, aber da war auch der Zwerg.
Tiven. Das müsste das gewesen sein hier. Da. Übrigens, seitdem ich die Schritte vollzogen habe, von wegen, um die Crashs zu vermeiden, läuft's wieder. Also bis jetzt hatte ich keinen Crash mehr. Alles hundertprozentig. Und wir sind ja mehrmals jetzt durch die Gegend geteleportiert und haben auch gegen dicke Endbosse gekämpft. Meistens ist es ja immer bei den Endbossen dann passiert. Läuft alles tutti. Also, ich bin wieder guter Dinge. Das ist dieser Nvidia Shield Streaming Dienst, den müsst ihr ausmachen. Der nervt auch bei anderen Spielen, wo es dazu Probleme geben kann. Vor allen Dingen, dass sie das Ding standardmäßig anhauen. Ich würde das starten, wenn man denn sein Shield verbindet. Ich habe so ein Ding gar nicht. Was soll ich denn diesen Dienst immer am Laufen haben? Vor allen Dingen reduziert er auch die Frames ein bisschen, natürlich, ne? Weil der Performance kostet. Was soll denn sowas? Also, getrost einfach Windows, Dienste, Nvidia Shield, irgendwas Streaming-Gedöns ausmachen und alles ist gut. Dann seid ihr auch wieder glücklich. Jetzt müsste es eigentlich abstürzen, einfach nur um mir eins reinzuwürgen, ja? Ah, läuft gut, ich bin ein guter Ding. Ja, das läuft. Das läuft. So, da vorne ist auch schon wieder der Turm. Das läuft. Müssen wir nur noch gleich in den Nebel hinein. Das ist halt so, ne? Faulendes Holz. So, hier mal mitten durch. Ich hoffe, da sind nicht irgendwelche unterirdischen Steine, die uns das Boot zerknallen. Wir werden auch bereits verfolgt, aber irgendwann lassen die schon von uns ab. Bin dann ganz zuversichtlich. So. Sehen können wir ihn ja schon mal. Jetzt fehlt nur noch der Nebel. Tja, der gute Turm, du. Da kann ich schon mal spoilern, da passiert nachher noch was mit, ne? Dauert aber noch. Witzig, ey. Läufst da erstmal hin, nix los bei dem Scheißturm. Was ist das denn hier? Was ist das hier? Weil es sieht ja auch so, es lockt einen ja halt auch anders teil. Das ist ja jetzt nicht gerade klein und sieht irgendwie schon besonders aus. Kann man nicht ahnen, dass da nachher noch Story passiert, ne? So, noch 380 Fuß. Wo ist der Nebel? Ich sehe keinen Nebel. Ich brauche Nebel. Ohne Nebel geht hier nicht viel. Wo ist der Nebel? Wo ist der Nebel? Wir sind hier noch an dem Schiff, glaube ich, vorbei. Da ist der Nebel. Ich kann Nebel sehen. Sind wir noch an diesem Wrack vorbei? Dann sieht er gut aus. Da sieht er gut aus. Da ist Nebel. Drehen wir noch eine kleine Runde. So. Das läuft doch gut. Ich speichere mal zwischen, nur für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass genau jetzt was abstößt. Ich habe keinen Bock, die ganze Bootfahrt nochmal zu machen. Und rein in den. Also so dicht ist der Nebel jetzt nicht, ne? Aber er ist vorhanden. Er ist vorhanden. Rein in den Nebel. Nicht mehr weit. So, Achtung, speichere jetzt dein Spiel. Du näherst dich einem zentralen Punkt der Spielgeschichte und solltest deinen Spielstand jetzt manuell speichern. Machen wir. Möchtest du wirklich die Reise beginnen? Nach der Reise zur Nebelinsel sind einige Nebenquests nicht mehr verfügbar. Empfohlene Charakterstufe mindestens 22. Jo, geht los. Wieso bin ich jetzt auf einem Pferd? Ach so. Nee. Das hat jetzt irgendwie gerade überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber gut, wir legen los. Flop. Lass mal das Glühwürmchen raus. Und dann folgen wir mal diesem Glühwürmchen zur Insel. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig.
Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, dann schauen wir doch mal. Zack, das sieht auf jeden Fall neblig aus. Es sieht nach Wasser aus. Und es sieht nach vielen kaputten Schiffen aus. Wird Zeit, dass wir uns mal wieder rasieren, wa? So, folge dem Glühwürmchen. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Folgen wir dem Glühwurm. Da lang. Und da, oh, was ist da los? Gehst du vor meinem Boot weg da? Was ist denn mit dir hier los? Ich dachte, hier wäre Ruhe auf der Nebelinsel, aber Monster gibt's überall, ne? Selbst hier. Wir folgen weiter dem Glühwürmchen. Wird all gut. Wird all gut. Das ist wieder ein Leuchtturm. Und Gegners. Sogar nicht zu knapp. Gehst du wohl von meinem Bauch weg? Gehst du wohl von meinem Bauch weg? Gibt's doch wohl nicht hier. Immer das Gleiche nur. Will nichts kaufen. Folgen mal dem Würmchen. Aber das sieht nach Ziel aus. Jo. Absteigen. So, und einmal an Land hier. Komm. Hübsch ist das hier. Und da ist auch schon die erste Truhe. Mit Zeug drin. Und Moos. Oh, erstmal zwischenspeichern. So, wir haben es auf die Insel geschafft. Das war aber auch eine Tour. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was man entdecken kann? Erstmal noch nicht. Und dann folgen wir mal weiter dem Glühwürmchen erstmal. Erstmal dem Glühwurm folgen. Oh. Was bist du denn für ein Dengel? Au, scheiße. Stimmt nicht mit euch. Sieht aus wie ein Nebling, ist aber kein Nebling. Ist irgendwas anderes. Naja, gut, wir folgen weiter dem Glühwürmchen. Bäume sehen auch interessant aus. Sieht insgesamt alles relativ interessant aus hier. Was war da unten los? Mal sehen. Wir werden uns hier bestimmt auch noch ein bisschen umsehen. Also diese Insel werden wir nicht mehr allzu schnell verlassen. Glühwürmchen, oh Glühwürmchen, wo führst du uns nur hin? Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Oh, Montau, ne? Hallo? Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich suche nach einem jungen Mädchen mit aschblondem Haar. Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Nein! Wie viel seid ihr denn? Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Beim Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür, Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt, kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten.
Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Jo. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Wie seid ihr hergekommen? Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herrje, ist dein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Ja, da habt ihr euch mal ordentlich verarschen lassen, ne? Ich werde euch nichts tun. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Er hat mich durchschaut. Das kann ich nicht riskieren. Ich suche nach euren verschollenen Kameraden. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? 3. Ivo, Gaspard und Ferenc. Wo finde ich Ivo? Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Tottel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo soll ich nach ihm suchen? Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Mhm. Wo ist Ferenc hingegangen? Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Na schön, ich werde eure Freunde suchen. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Ja, ja, hilft von nix, ne? So, suche in der Höhle nach Ivo. 95, 200, ja, fangen wir mit der Höhle an. Gehen wir mal gucken. Insel ist ja auch hübsch, ne? Also, ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Denn das ist etwas unwirklich, das Terrain hier. Aber irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, hier so schöne Lampen aufzustellen. Das ist schon nett, ne? Damit man auch ja gut sehen kann. So, da sind so ein paar fliegende Nervbolzen. Krähenauge. So, und vielleicht die Pflanzen sollten wir mal looten. Ich weiß nicht, ob das die hier irgendwie irgendwo was Besonderes rumsteht. Aber bis jetzt nicht. Außer Krähenauge, das hört, liest man nicht so oft, aber Schöllkraut ist jetzt nun wirklich nichts Besonderes. Da entlang und da entlang. Da geht's in eine Höhle rein. Ich bin hier. Hier oben. Hörst du mich? Oh. Hier oben. Ja, ja, ich höre dich. Ich will erstmal die Viecher kaputt machen. Oh. Oh, was ist denn mit dir passiert? Da hat sich dein Innerstes aber ein bisschen langgezogen. Wie schön, dich zu treffen. Moin. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme! Du Glückspilz, du! Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ah! Mm. Tot. Oh, lol. Was ist das denn für eine Aktion gewesen? Ach, Leute, nein. Ach. Ja, schade, ne? Da wurde er gerade vom Hexer gerettet. Zack. Darunter. Ja, schade. Scheiße gelaufen. Ja, wo wir gerade hier sind, wir gucken uns natürlich nochmal um. Aber hier liegt zu viel Zeug rum. Das können wir nicht einfach so ignorieren. Dicken Smaragd zum Beispiel. Da geht was. Hier auf dieser Spitze noch irgendwas. Johann, ist ja gut. Ich hab's gehört. Ist ja in Ordnung. So, ihr hört den Hahn krähen. Das heißt, wir machen hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich dann bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Wir werden hier weiter die Nebelinsel erkunden und die zwei verletzten Verschollenen noch suchen.
Und ja, gucken dann mal, wann wir den Ciri finden. Bis dahin dann euch erstmal noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.